Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Und wie ihr schon seht, heute mit Facecam. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß in der heutigen Folge. So, ich glaube, wir waren jetzt hier beim großen Archiv und jetzt schauen wir mal weiter, wo es hier weitergeht. Ich habe ja letztes Mal schon ein bisschen reingeschnuppert, aber noch nicht recht viel weiter gespielt. Ist jetzt auch schon, glaube ich, wieder eine Woche her, wo ich das letzte Mal Dark Souls anhatte. Weil ich ja ein anderes Projekt auch noch beim Laufen habe. Und zwar Batman Arkham Knight. Aber jetzt will ich unbedingt mal Dark Souls weitermachen, weil es hat mir jetzt die ganze Woche schon gejuckt, wie sie weitergeht. Okay, da ist das Vieh. Ruhe hier. Okay. Das haben wir das letzte Mal schon gesehen bei der. Ich glaube, dass die an verschiedenen Positionen wieder aufwacht. Oh, okay. Mei. Backstep. Yeah. Ich glaube, hier geht's aber gar nicht weiter. Ich glaube, dass wir hier runtergesprungen sind das letzte Mal. Genau. Dann würde ich sagen, schauen wir mal darüber, ob es da weitergeht. So, mit dem Schild ist es doch ein bisschen sicherer jetzt. Ja, gehen wir hier mal runter. Okay, das ist der gleiche Weg, glaube ich. Oder? Genau, hier sind wir praktisch nur im Kreis gegangen. Okay. Gibt es eigentlich nur den einen Weg hier lang? So, da ist irgendwie ein Zauberer oder sowas. Boah. Wachs kannst du woanders hinschütten. Ah. Stirb! Stirb! Okay, meine Estus. Schauen wir mal, ob hier irgendwelche geheimen Wege noch sind. Weil bei Dark Souls weiß man es ja nie. Hier schaut es sauber aus. Okay, hier ist ein Gang und hier hinten geht es auch rein. Ich glaube, wir gehen jetzt mal hier. Alles voll Nebel. Wer weiß, was hier gleich wieder kommt. Hier ist auf jeden Fall Loot. Bleibst du hier? Boah, was ist das? Alter! Ah ja, super. Was ist denn das? Ah, den nehme ich mit hier. Funkeltitanit. Oh, da muss ich wirklich aufpassen mit den Regalen oder was das sein soll. Irgendwelche Hände kommen da raus. Alles klar. Oh. Jetzt habe ich echt nicht gesehen, weil ich gerade gelootet habe. Alles klar. Wie sagen wir die Treppe hoch? Ein Leuchtfeuer wird echt mal geil. Ah, wieder so ein Wachskönig. Boah, Alter, was ist denn das? Mann, Mann, Mann. Noch so ein komisches.
Okay, ich kann nicht springen, gar nichts. Also ich kann mich nicht wegrollen. Jetzt geht's wieder. Okay, alles klar. Loot, ich will Loot. Funkeltitanet. Oh. Wo ist denn das Vieh da? Oben. Okay. Titanitbrocken. Okay, da muss ich wirklich schauen. Kristallweiser, glaube ich. Hieß der Boss damals. Ich glaube, das ist jetzt auch so ein Kristallweiser, vielleicht in geschwächter Form. Aber jetzt gehen wir mal da hoch, vielleicht kriegen wir den, ja. Aber da hängt schon wieder so ein Typ hier an der Decke. Komm her. Ist gleich begrüßt von mir. Boah, Alter. Was ist hier los? Ding nehmen. Ein Estus. Und jetzt schauen wir mal, wenn wir da hinten rankommen. Alter. Boah, heftig. Stirb, Mensch. Estus nehmen schnell. Schnell Estus. Okay, jetzt komm her. Komm her, mein Zuckerpüppchen. Ah, genau, hau ab. Boah. Okay, hier geht eine Leiter runter. Vielleicht kann man da irgendwo einen Shortcut öffnen. Geht auf jeden Fall runter. Ne, okay, hier war ich, glaube ich, schon. Okay, ist eine Abkürzung nach oben. Ah, ne, war noch nicht. Knochen? War ich hier schon? War ich hier noch nicht? Nee, sieht nicht so aus. Da ist ein Hebel auf jeden Fall. Okay, natürlich. Oh, ey. Irgendein Shortcut habe ich jetzt natürlich geöffnet. Ruhepuff. Mein Gott, also der nervt richtig. Ich hoffe mal, dass der nicht jetzt in jedem, wenn wir den besiegt haben, nicht, dass der jedes Mal wieder neu kommt, wenn wir im Leuchtfeuer sind. Ich würde sagen, gehen wir hier mal hoch. Na, was ist denn jetzt? Ist das ein Bug oder was? Warum kann ich das nicht töten? Das komische Diamantfieder. Okay, hier waren wir jetzt schon. Alles klar, gehen wir hier weiter. Das war der Balkon, wo wir die Treppe runter sind. Mein Wachs kann es woanders hinspritzen. Mann. Okay, der ist schon mal down. Wo ist denn der? Mann, was ist denn das hier? Versteckte Mauer, sehr gut. Oh nee, oder? Ist das schon wieder so ein komisches Eisvieh? Ja, vielleicht kann man hier ranschleichen und den backsteppen, aber ich glaube, ich werde wahrscheinlich sterben.
sind echt hart, die Viecher. Also ich habe ja erst gegen eins gekämpft. Aber klar. Boah, Alter. Okay, muss ich irgendwie weg. Oh, okay. Alles klar. Muss mal schauen, ich habe jetzt irgendeinen Shortcut, glaube ich, aufgemacht. Wir müssen uns gerne mal anschauen, wo der hinführte. Mit dem Hebel da oben. Kommt der jetzt nochmal hier oder kommt der nicht mehr? Okay, er kommt nochmal. Mann! Oh, das war ja Nullnummer. Hier, glaube ich, ist irgendwas aufgegangen, oder? Kann das sein? Das war ziemlich am Anfang. Oder war wirklich erst hier oben? Schauen wir nochmal. Okay, das war der Anfang. Mann. Stirb. Ah, sehr geil. Titanitscholle. Das heißt, wir könnten die zweite Waffe dann. Also, wenn wir unsere zweite Waffe aussuchen. Ich habe ja eigentlich noch keine zweite Waffe. Aber dann könnten wir auf jeden Fall eine zweite Waffe auf 10 machen. Weil man ja eine Titanitscholle braucht, um Stufe 10 zu erreichen. Okay, da ist ein Ritter auf jeden Fall. Du mich wieder erwischt, war klar. Scheiß Viecher. Okay, vorher sind wir hier lang. Jetzt gehen wir mal hier lang. Ich höre auf jeden Fall einen Ritter. Wahrscheinlich auch ein bisschen stärkeren, weil der die roten Augen hat. Step. Nein, dann blockt er mir den ab. Und komm her. Komm her. Zu eng hier zum Kämpfen. Aber alles klar. So, und weiter geht's. Ah, ich glaube, hier war nichts mehr, oder? Eine Wand vielleicht, eine geheime. Okay. Schaut nicht so aus, wenn es hier noch was gäbe. Genau, das war der Anfang, glaube ich. Da liegt auf jeden Fall noch Loot. Da will ich auf jeden Fall noch irgendwie hin.
Machen wir mal den hier fertig. Zwei schon mal down. Was ist denn das? Hä? So, okay, dann müssen wir, glaube ich, wieder hier lang. Die haben wir ja schon gekillt, weil hier war auch nichts mehr. Mal hier hinten noch was. Okay, schaut nicht so aus. Dann geht's wieder hier weiter, müssen wir uns ja... Den Loot haben wir ja schon. Die können wir uns jetzt mal holen. Okay, haben wir wenigstens den Loot schon mal. Den ganzen Weg noch mal. Hinten war, glaube ich, nichts. Gehen wir hier weiter. Du bist gleich mal ruhig. Genau. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein Shortcut, oder? Ist das ein Shortcut? Ist das keiner? Ja. Ja, weil da hinten ist unser Startpunkt. Aber wie komme ich denn da oben drauf? Zu dem Loot? Okay, da müssen wir dann später nochmal schauen. Vielleicht gibt es dann... Kann man da irgendwas verschieben oder sowas? Dann würde ich sagen, gehen wir aber gleich hier hoch. Hier war doch die Leiter, genau. Dann kommen wir hier hoch. Gut, dann haben wir den schon mal jetzt wieder mal weg. Ja, der ist auch down. Okay, jetzt ist er da hinten. Ach. Ja, hau, komm. Nein. Stirb. Komplett bombardiert von allen Seiten hier. Stirb. Nein! Ruhe, Ruhe! Jetzt wird's ekelhaft hier. Ist ja gut, ist ja gut. Ganz ruhig bleiben, Jungs. Boah, ey. Ey, der scheiß Kristallwärter, der geht mir richtig auf den Sack da hinten. Okay, da ist der drin, da liegen meine Seelen, gell? Ich glaube, ich hole mir muss mal meine Seelen erst und den mache ich dann zum Schluss. Aber kann ich den vielleicht, muss ich mal schauen, mit Harmonie vielleicht. Da ich mit dem Zauber Harmonie, dass ich ein bisschen tricksen kann.
Yo, es geht. Oder doch nicht? Jetzt ist aber Ruhe hier. Mann, Mann, Mann. Geil. Helm des Vorreiterritters. Rüstung des Vorreiterritters. Stulpen und Gamaschen des Vorreiterritters. Das komplette Set. Die sollen wir uns doch gleich mal anschauen, würde ich sagen. Schaut auf jeden Fall sehr interessant aus. So, wo ist diese Rüstung? Hier. Ja, gegen Kälte ist natürlich besser. Den anderen ist es eigentlich schlechter, aber sie ist leichter. Ja, ausrüsten tun wir sie mal komplett. Schau, wie diese ausschaut. So. Aha, schaut auf jeden Fall nice aus. Aber ich habe jetzt hier eigentlich. Ich glaube, gegen Kälte, Bosse oder sowas, glaube ich, ist sie ganz okay. Aber ich werde jetzt erstmal bei meiner anderen Rüstung bleiben. Bei meiner Blechrüstung. Finde ich eigentlich schon ganz cool. Genau. Das ist so eine Durchschnittsrüstung, würde ich sagen. Okay, hier ist Loot. Also das sieht man überall. Okay Leute, dann würde ich sagen, weil es eh schon wieder knapp 23 Minuten sind, machen wir in der nächsten Folge weiter. Auf jeden Fall dranbleiben, es lohnt sich. Dann könnt ihr schauen, wie sie weitergeht. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.